ich bitte auf die Bühne Leni Breymeier als Landesvorsitzende der SPD. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Karlsruherinnen und Karlsruher, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Genossinnen und Genossen und liebe Kolleginnen und Kollegen. Gut, dass ihr alle da seid. In Mannheim singt man an solchen Tagen das wunderbare Lied Nazis raus aus unserer Stadt, weil es hier keinen Platz für Faschisten hat. Nieder mit der Reaktion, das hat schon seine gute Tradition und das würde ich heute eigentlich auch gerne singen, aber die Botschaft ist klar, die Nazis sind in Durlach, in Karlsruhe, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa und auf der Welt unerwünscht. Und keine Unzufriedenheit, keine Sorge und keine Not rechtfertigen irgendeine Art von Intoleranz, Faschismus oder Rechtsextremismus. Keine Angst um eine Wohnung rechtfertigt das Anzünden von Flüchtlingsheimen. Keine Angst um einen Arbeitsplatz rechtfertigt die Beleidigung von behinderten Menschen. Nichts gestattet die Übergriffe auf Lesben und Schwule. Und nichts gestattet die Gewalt gegen eine bestimmte Hautfarbe. Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Die Welt, in der wir sind, meine lieben Freundinnen und Freunde, die Welt, in der wir sind, ist fragiler geworden. Seit Trump, seit Erdogan, seit Wilders, seit Le Pen ist nichts mehr bei uns selbstverständlich. Wir müssen jeden Tag eintreten für unsere Demokratie und wir müssen sie jeden Tag besser machen, meine lieben Freundinnen und Freunde. Und es wird schwieriger. Wir leben in Zeiten von Fake News, von alternativen Fakten, von Trollen, die im Internet unterwegs sind und von computergesteuerten Kommentaren. Was wir müssen in diesen Zeiten ist das Hirn einschalten und vom Hirn die Sachen in den Bauch und ins Herz kriegen. Lasst uns das zusammen machen. Und als Vertreterin der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ich will mich nicht größer machen, als ich bin, aber ich bin sehr stolz drauf, in einer Tradition mit Otto Wels zu stehen. Und wir sind in diesen Wochen alle und viele Bündnisteilnehmerinnen und Bündnisteilnehmer, die dabei sind. Wir sind im Bundestagswahlkampf und ich will in diesem Bundestagswahlkampf ringen und streiten und mich auseinandersetzen um die besten Positionen. Aber ich kann hier sagen, für die SPD, wir werden einen Wahlkampf ohne Hass, ohne Lügen und ohne Beleidigungen machen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute viel Erfolg, aber vor allem in der nächsten Zeit, wenn es darum geht, Nazis raus aus unserer Stadt, weil es hier keinen Platz für Faschisten hat. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank allen, Leni Breymeier als